Der bislang größte Hackerangriff in Deutschland. Die Telekom hat es gerade erwischt. Aber auch unsere Computer zu Hause kann es jederzeit treffen. Ja, herzlich willkommen bei Service Trends. Besonders jetzt zur Vorweihnachtszeit locken Online-Shops mit Rabatten und natürlich bequemer Lieferung bis an die Haustür. Einkaufen im Internet ist praktisch, ohne Zweifel, aber ist es denn auch sicher? Es tauchen ständig neue Betrugsmaschen auf und dafür können sogar Leute betroffen sein, die selbst gar nichts bestellt haben. Im Internet bestellen, per Rechnung, eine falsche Adresse angeben und das Paket dann einfach abgreifen. Eine dreiste Masche, denn die Rechnung für die Ware bekommen Menschen, die einfach zu gutgläubig waren. Also ich finde es generell eine bodenlose Frechheit. Insbesondere, wenn es ältere Menschen betrifft. Es ist Freitag, ein Paketbote klingelt an der Tür von Klaus Behnsen aus Niederdorf-Helden. Der Rentner wundert sich, eigentlich hat er nichts bestellt, doch er nimmt das Paket trotzdem an. Noch am selben Tag eine Überraschung. 2 Stunden später klingelt es, da stand ein junger Mann vor der Tür, so um die 20, sprach akzentfrei Deutsch und sagte, er habe eine Nachricht bekommen auf seinem Handy, dass irrtümlicherweise ein Paket von dieser Firma an mich adressiert worden sei. Das würde aber ihm gehören, ob ich ihm das geben könnte. Klaus Behnsen wundert sich, fragt nach dem Inhalt des Paketes. Der Mann kann korrekt angeben, 2 teure Flaschen Parfum. Klaus Behnsen glaubt dem Mann und gibt ihm das Paket. In diesem Moment habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das wirkte eigentlich im ersten Moment sehr glaubwürdig, weil der machte auch einen sehr sympathischen Eindruck. Nur einen Tag später das gleiche Spiel. Am Samstag klingelte wieder DHL und hatte 2 Pakete für mich. Von einem Modehaus, was ich nicht kannte, und einer Firma, die mir völlig unbekannt war. Daraufhin verweigerte ich die Annahme. Klaus Behnsen wird stutzig. Ihm wird immer klarer, der Mann vom Vortag, der das Paket abholte, muss ein Betrüger gewesen sein. Ja, ich dachte, da liegt jetzt die Rechnung drin. Der junge Mann wird ihn nicht bezahlen und irgendwann wirst du eine Mahnung bekommen, warum die Rechnung nicht bezahlt wurde. Und dir wird ja niemand glauben, dass das Päckchen abgeholt worden ist. So bleibst du auf den 100 oder 200 Euro sitzen. Klaus Behnsen ruft die Polizei. Für die ist die Masche leider nichts Neues. Wenige Tage nach der Lieferung kommt meist das böse Erwachen. Das Opfer hat kurze Zeit später, einige Wochen später, das Nachsehen, in dem eine Rechnung kommt, beziehungsweise ein Inkassounternehmen, und bittet dann entsprechend den Rechnungsbetrag zu bezahlen, obwohl man nicht bestellt hat und auch überhaupt keine Ware erhalten hat. Klaus Behnsen hat bisher keine Mahnung erhalten, da er rechtzeitig Strafanzeige erstattet hat. Und die mutmaßlichen Täter konnten sogar gefasst werden. Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 19 Jahre, wobei der eine oder andere auch ein Mehrfach-Intensivtäter ist. Das bedeutet, dass sie schon mehrfach Straftaten begangen haben. Klaus Behnsen hat aus seinem Fehler gelernt. Für mich ist klar, dass ich nur noch Päckchen annehme, von denen ich weiß, dass ich sie bestellt habe. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die festgenommenen jungen Männer nicht die einzigen Täter sein könnten. Opfer, die auf eine ähnliche Masche reingefallen sind, sollen sich dringend mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. Ganz wichtig und sich bitte nicht schämen, dass Sie Opfer eines Betrugsfalls geworden sind. Schönen guten Abend, Heiko Löhr vom BKA in Wiesbaden. Sie sind dort Referatsleiter für Cybercrime, schweres Wort, also Kriminalität aus dem Internet übersetzt. Ne? Also, irrer Fall, Betrüger bestellen auf meinen Namen etwas im Internet, kommen sogar bis an meine Haustür und holen das dann auch bei mir noch persönlich ab. Also der Tipp daraus ganz klar, keine Pakete annehmen, die ich nicht tatsächlich auch bestellt habe. Ne? Was für andere Online-Maschen sind im Moment unterwegs? In der Tat, sobald Betrüger ihre persönlichen Zugangsdaten haben, können sie sehr leicht auf Kosten anderer einkaufen. Die Täter lassen ansonsten in anderen Fällen die Ware an Packstationen liefern oder aber nutzen sogenannte tote Briefkästen in leerstehenden Wohnungen. Wenn Sie jetzt sagen, also die Täter haben meine Zugangsdaten geknackt, wie könnte ich mich davor am besten schützen? Also eine Möglichkeit wäre, dass Sie natürlich gute, das heißt unübliche Passwörter, nicht 1, 2, 3, 4, 5 benutzen und ansonsten auch regelmäßig Ihren Kontostand überprüfen. Ganz wichtig. Der Hackerangriff auf die Telekom hat es ja eigentlich wieder gezeigt. In der Zwischenzeit fühlt man sich so eine ganze Zeit so sicher, aber eigentlich ist jeder
potenziell bedroht, der sich im Internet bewegt. Ne? So genau, muss man so das wohl sehen. So ist das richtig, ja. Wir haben jetzt, bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Online-Einkaufen. Wir selbst haben hier an dieser Stelle schon öfter mal den Tipp gegeben, also sich möglichst nur auf größeren, seriösen Plattformen zu tummeln und dort einzukaufen. Jetzt ist aber gerade Amazon fast jeden Tag in der Presse, weil man dort vermeintlich versucht einzukaufen, aber stattdessen auf eine ganz andere Seite geleitet wird. Richtig. Also, ja, was tun? Wie läuft diese Masche erstmal genau ab? Genau. Also betrügerische Anbieter tummeln sich in der Tat auch auf den großen, renommierten Marktplätzen. Mhm. Dazu gehört Amazon Marketplace ohne Zweifel dazu. Mhm. Das können die Marktplätze auch gar nicht vollständig verhindern, dass das entsprechend passiert. Mhm. So werden dort entsprechende Waren angeboten. Wichtige Hinweise, dass hier etwas nicht stimmt, sind verdächtig günstige Preise. Mhm. Und wenn dies auch noch auftritt in Verbindung, dass das nur gegen Vorkasse erfolgen kann, dann sollte man hier sehr vorsichtig sein. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so eine Frage, auf welches Konto soll ich das Geld dann überweisen? Genau. Auf der sicheren Seite wäre ich, glaube ich, wenn ich das alles über zum Beispiel Amazon oder den großen Online-Shop abwickle, genau. Ne? Und nicht sozusagen zu kleineren Anbietern dann hinwechsel. Ne? Dazu passend, die meisten großen Marktplätze bieten sogenannte Treuhandservices, Escrows an, und die sichern genau diese Geschäfte von Lieferung und Bezahlung entsprechend ab. Mhm. Und da setzen die Betrüger an und versuchen den Interessenten dann auf einen anderen Weg zu locken und dort das Geschäft abzuwickeln. Also ganz wichtig, immer da bleiben. Ne? Ja. Kleine Weihnachtsgeschenke sind so das eine, aber bei großen Geldbeträgen, wie zum Beispiel Autos, ist das natürlich auch noch mal viel verlockender für irgendwelche Bösewichte. Ne? Genau. Das ist in der Tat für Betrüger besonders interessant, dass hier um hohe Summen, in der Regel mehrere tausend Euro geht. Mhm. Und deswegen werden auf den großen renommierten Plattformen auch entsprechend gestohlene Fahrzeuge, Motorräder, aber auch gefälschte und gestohlene Fahrzeugteile verkauft. Mhm. Wie kann ich mich da schützen, wenn ich ein Auto suche und einfach denke, boah, das ist doch eine zuverlässige Homepage? Mich da umzugucken, was kann ich tun? Also zunächst muss man sagen, die allermeisten Anbieter auf diesen Plattformen sind ja seriös. Mhm. Und diese Plattformen haben ja auch den Vorteil, dass sie eine gute Markttransparenz, was der gerade marktübliche Preis ist, ja liefern. Und deswegen sollte insbesondere dann ein Dumpingpreis dann Anlass zur Vorsicht geben, hierauf nicht einzugehen. Dann haben die außerdem, glaube ich, auch Checklisten auf ihren Seiten schon selbst, wie man sozusagen die Guten von den Bösen vielleicht unterscheiden kann. Und vielleicht auch hier muss man wieder ein bisschen vor Vorkasse warnen. Ne? In der Tat ist Vorkasse das vergleichsweise unsichere Bezahlmedium, das man wählen kann. Das ist kein unübliches. Aber wenn das hinzutritt zu anderen Anzeichen, dann sollte man zurückhaltend sein. Mhm. Schönen Dank. Liebe Zuschauer, haben Sie Fragen zum Thema Internetbetrug oder vielleicht ist Ihnen schon eine Masche begegnet, vor der Sie unsere Zuschauer warnen möchten? Sie können uns jetzt live anrufen in der Sendung unter 0800 400 33 33. Ja, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ersetzt ja das Smartphone zunehmend eigentlich den Computer. Ich habe das immer dabei, man kann damit sogar von unterwegs einkaufen, Bankgeschäfte erledigen und auch im Internet surfen. Was viele aber nicht wissen, auch unsere Smartphones haben große Sicherheitslücken und sind gefährdet. Schnell von unterwegs Geld überweisen? Mit einem Smartphone geht das ganz einfach. Aber ungefährlich ist es nicht, denn Viren bedrohen nicht nur Computer, sondern auch Handys. Daten sind damit möglicherweise nicht sicher. Fast jede Woche gibt es neue Warnungen. Gerade erst wurde der App Store von Apple überfallen. Viren wurden eingespeist. Aber wie kann man sich schützen? Hilfe für Smartphone-Nutzer gibt es in speziellen Kursen. Heute geht es um Sicherheit und Datenschutz. Man macht sich eigentlich gar keine Gedanken, was alles passieren kann oder passieren könnte. Denn ich habe einen PC zu Hause und der ist ja auch sicher. Und da habe ich überhaupt keinen Gedanken dafür gehabt. Ein Virus auf dem Smartphone, was klingt wie ein Albtraum, ist für Markus Grimm von der Computerzeitschrift Chip Routine. Er lädt sich absichtlich Viren auf Testhandys, um zu sehen, wie groß die Gefahr ist. Früher gab es Virenprobleme nur am Computer, mittlerweile ist das anders. Wir sehen halt jetzt in den letzten Jahren, ist die Bedrohung da auf jeden Fall stärker geworden, gerade auch auf dem Handy. Und deswegen wird es immer wichtiger, sich da auch entsprechend zu schützen. Allerdings, so bedroht wie Computer sind Handys noch nicht. Und auch nicht alle Smartphones sind gleich gefährdet. Entscheidend ist das Betriebssystem. Wir haben jetzt einmal hier ein Android-Smartphone. Und Android ist das Betriebssystem, was zurzeit eben am meisten durch Viren bedroht ist, eben weil es so offen ist. Und andererseits haben wir hier noch das iPhone von Apple.
Das hat ein sehr geschlossenes System. Da wird sehr stark eingeschränkt, welche Apps ich wirklich installieren darf. Und da, deswegen hat ein Virenautor auch ganz große Probleme, da überhaupt sein Virus reinzukriegen. Und doch scheint es auch bei Apple gerade passiert zu sein. Grundsätzlich, wer einige Regeln einhält, kann das Risiko des Virenbefalls klein halten. Zuerst mal sollte ich die Einstellungen, also die Sicherheitseinstellungen von meinem Smartphone so lassen, wie sie sind. Die sind nämlich schon ganz gut getroffen, sodass mir nicht viel passieren kann. Dann sollte ich vermeiden, Apps, die ich benutzen will, aus unbekannten Quellen herunterzuladen und zu installieren. Und im Smartphone-Kurs gibt es noch einen Tipp: Virenscanner, vor allem für Android-Geräte. Die sind oft sogar kostenlos und finden schädliche Programme auf dem Handy. Damit ist man auf der sicheren Seite. Denn wegen Viren auf das Smartphone verzichten möchte schließlich niemand. Herr Löhr, ist das bei Ihnen im BKA auch inzwischen Thema, Angriffe auf dem Smartphone? Auf jeden Fall, denn wir haben in Deutschland aktuell rund 50 Millionen Smartphones. Und deswegen sind natürlich auch die Cyberkriminellen schon vor geraumer Zeit übergegangen, auch speziell auf mobile Geräte zugeschnittene Schadprogramme zu entwickeln und auch einzusetzen. Es ist letztendlich einfach ein kleiner Computer, ne? muss man ja so sehen. Ja. Was würden Sie sagen, wie kann man sich schützen? Ein paar Tipps haben wir eben schon gehört. Immer schön ein Virenprogramm drauf machen. Haben Sie auch noch einen Tipp für uns? Ja. Also zunächst einmal sollte man regelmäßig Updates einspielen, System-Updates einspielen, die verwendeten Apps immer auf neuestem Stand halten, ein Virenschutzprogramm natürlich einsetzen. Und es gibt sogar speziell für Mobilgeräte Apps, die Sicherheit dort erhöhen und anzeigen, wenn mein Handy kompromittiert ist. Das ist jetzt spannend, finde ich. Also die System-Updates, die mache ich auch immer brav, aber manchmal von den App-Updates bin ich so ein bisschen genervt. Das ist aber tatsächlich auch von der Sicherheit her relevant. Richtig, sollten Sie nicht genervt sein, denn dort werden auch immer wieder Fehler und kleinere Sicherheitslücken dann geschlossen in diesen Apps. Werde ich in Zukunft ändern. Bin ich ganz brav. Sie haben auch auf Ihrer Homepage noch Sicherheitstipps für mobile Geräte, ne? Die haben wir dort zusammengefasst, rund um das Thema Sicherheit, mobile Geräte. Die haben wir auf unserer Homepage abgebildet und können dort in Ruhe dann auch einmal nachgeschaut werden. Die Frau Bergmann aus Fulda hat uns angerufen. Sie fragt, per WhatsApp bekommt man ja viel geschickt, Filme, Kettenbriefe und so weiter. Kann man sowas ohne Bedenken einfach öffnen? Oder kann mir da auch was passieren mit meinem Smartphone? In der Tat sind sehr viele derartige Ketten, WhatsApps im Umlauf, Warnhinweise und man sollte aus mehreren Gründen darauf nicht reagieren. Zum einen führt das dazu, wenn Sie solche Nachrichten weiterleiten, dass Sie den Tätern ungewollt Hinweise auf Ihre persönlichen Kontakte geben und diese ungewollt auch zu potenziellen Angriffszielen machen. Also hier sollte man eher zurückhaltend sein und im Übrigen kann man sich auch durch bedenkliche Anhänger in WhatsApps ebenfalls Schadsoftware einfangen. Und es nervt ja auch, finde ich, total. Aber wie ist es zum Beispiel so ein Video anklicken? Das macht man dann ja doch mal. Kann da theoretisch auch was sein? Versteckt theoretisch sein, kann da etwas so? Versteckt sein. Ja. Ja, dieses Risiko ist nicht völlig auszuschließen. Wir gehen noch mal an den PC ins Internet. Wir haben einfach nur in den letzten Tagen mal so ein bisschen unter Kollegen gesammelt, was da so einläuft unter E-Mails, wo man denkt, die sind vielleicht nicht so ganz astrein. Ein Beispiel haben wir hier von Amazon. Toller Gutschein, 50 Euro. Definitiv aber auch nicht echt. Man sollte hier unten dann draufdrücken, hat man so eine Signaltaste gleich, ne? Also, und das, dann wird man im Zweifelsfall auf eine andere Homepage geleitet. Und ganz spannend finde ich die hier auch noch von eBay. Die gucken wir uns jetzt mal an. Sieht auf jeden Fall super professionell aus mit dem Logo hier, ne? Erschreckend, hier sind meine Daten drin. Ich werde aufgefordert, eine bestimmte Summe zu überweisen. Und ansonsten würden auch gleich Mahngebühren anfallen, wenn ich das nicht mache. Könnten Sie jetzt an dieser E-Mail sofort erkennen, ha, das ist ein Fake? Zunächst ist zu sagen, diese Mails und diese Nachrichten sind deswegen so gut, weil dem sehr oft auch vorausgeht, dass man die Person ausgespäht hat, zum Beispiel über eine einfache Internetrecherche oder durch ein Hacking. Und deswegen kann Ihnen eine Geschichte dann auch vermittelt werden, die für Sie auch glaubwürdig klingt. Sie müssten sich bei derartigen Mails weniger fragen, von wem kommt das, sondern Sie müssten sich eher mehr fragen, was wird hier gerade von mir verlangt, was wird hier gerade von mir erwartet. Wer ein gutes Gewissen hat und gleichwohl zu Mahnzahlungen aufgefordert wird, sich seiner Sache aber nicht sicher ist, dann soll er nicht auf eine solche Mail antworten.
sondern entweder telefonisch Kontakt aufnehmen mit dem Unternehmen oder eine neue Mail aufsetzen an die bekannte Adresse und dort seine Frage platzieren, bin ich tatsächlich Gegenstand einer Mahnung. Ah, nochmal nachfragen, ob tatsächlich ich gemeint bin. Ne? Ah, das ist schlau, ja. Wenn ich aber jetzt sehe, also im Zweifelsfall ist es jetzt hier nicht von eBay gewesen, jetzt als Beispiel, da sind aber meine ganzen persönlichen Daten drin. Ja. Sollte ich sowas bestenfalls dann ändern? Auch die Mobilfunknummer, die E-Mail-Adresse und so weiter? Das ist ja ein riesen Rattenschwanz. Also man muss nicht in jedem Fall dann alle diese Daten ändern. Aber es zeigt ganz einfach aus, mit wie vielen Daten wir im Internet präsent sind und deswegen auch gefährdet sind, Angriffsziel zu werden. Mhm. Also gesunder Menschenverstand ist auch hier wichtig. Genau, aber das geht ja dann so weit, weil hier stimmte ja sogar der Absender. Also, dass ich eigentlich auch E-Mails von Freunden, von Familienmitgliedern nicht restlos vertrauen kann. Hier gilt der gleiche Grundsatz. Es ist nicht nur entscheidend, von wem kommt es scheinbar, denn die Absenderadresse könnte ja gefälscht sein, sondern eher, was will mein Freund denn von mir, dass ich es tue? Um zu überprüfen, ob eine Mail gefälscht ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, dass Sie mit dem Mauszeiger über den Absender gehen und dann wird Ihnen hinter dem genannten Namen dort angezeigt, zu welcher Mailadresse das tatsächlich führt. Und nicht darauf anklicken, das sind ruhige Hände dann gefragt, wenn man das entsprechend überprüft. Aber es liefert einen schnellen Hinweis, ist das eine echte Mail oder ist es eine gefälschte Mail. Wenn ich geschädigt worden bin oder wenn ich den Verdacht habe, da ist was nicht richtig, was soll ich machen? Da gilt das eben Gesagte, wenn man sich da seiner Sache nicht sicher ist, Kontakt suchen, aber nicht über die Daten, die in dieser Mail genannt sind, sondern die Daten, die man ohnehin als Kunde eines Unternehmens hat, anrufen, anmailen, anschreiben und hier Fragen und Umklärung bitten. Ja, aber wenn ich jetzt mir auch relativ sicher bin, dass es sozusagen nicht richtig war, soll ich das anzeigen? Oder wenn ich geschädigt worden bin zum Beispiel auch? Ich habe das jetzt wirklich überwiesen. Also wenn Sie hier Geschädigter sind, dann sollten Sie unbedingt und umgehend Strafanzeige erstatten. Denn Zeit ist Geld, Zeit ist Gold bei der Cybercrime-Bekämpfung. Wir haben es hier mit sehr flüchtigen Spuren zu tun. Und deswegen kann die Polizei umso erfolgreicher ermitteln, umso schneller sie von diesem Umstand erfährt. Und das würde ich bei der Kripo dann machen, ne? Das würden Sie bei der Kripo machen. Gut, um noch einen draufzusetzen, wollen wir jetzt auch noch einen Blick in das sogenannte Darknet werfen. Ein riesiger Umschlagplatz für illegale Geschäfte. Was nach Stoff für einen Thriller klingt, ist längst Realität geworden. Drogen, Waffen oder Auftragskiller, all das gibt es hier. Das Darknet. Tummelplatz für Kriminelle, Umschlagsort für Waffen, Kinderpornos, Drogen. Das ist zumindest das Bild, das gerade die Öffentlichkeit dominiert. Doch das Darknet ist viel mehr. Was ist das Darknet? Das Internet, wie wir es kennen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Im Verborgenen gibt es noch ziemlich viele andere Dienste, unter anderem das Darknet. Dessen Entwicklung wurde schon im vergangenen Jahrhundert vorangetrieben, mit finanzkräftiger Unterstützung der US-Regierung. Die Idee, ein Netz, das vollkommen anonym ist, um unerkannt zu spionieren, aber auch politischen Dissidenten zu helfen. Die Funktionsweise? Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger im Darknet läuft über viele Server, an denen das Signal wie an einem Umsteigebahnhof umgeleitet wird. So oft und so lange, dass keiner mehr weiß, wer der Absender war. Am einfachsten kann man sich das Prinzip mit zwei alten Telefonhörern erklären. Und dann sieht man sehr schön, wie der Umsteigebahnhof funktioniert. Auf dem einen kommt der Call rein, der Anruf, aus dem anderen geht er hinaus. Und Sie sehen am Ende nicht mehr die Rufnummer des Anrufenden. Es wird einfach umgesetzt. Die Verschleierung im Darknet funktioniert genauso. Das Ergebnis, jeder kann anonym surfen. Wie kommt man ins Darknet? Ganz einfach. Alles, was man braucht, ist ein entsprechendes Programm, der sogenannte Tor-Browser. Den gibt es überall im normalen Internet zum Herunterladen. Im Darknet gibt es allerdings nur kryptische Adressen. Es läuft eher so, dass man sich von einem Link zum nächsten durchklicken muss. Unser eigener kleiner Ausflug ins Darknet zeigt, die Anonymität lockt tatsächlich jede Menge dubiose Gestalten an. Innerhalb von wenigen Minuten könnten wir Drogen kaufen, Waffen und falsche Papiere. Dieser Teil des Internet wird auch von Straftätern missbraucht, ja. Wie viele Dinge des täglichen Lebens, die auf der einen Seite sehr sinnvoll und segensreich sind,
kann alles Mögliche auch von Straftätern für ihre Zwecke missbraucht werden. Und so ist es auch im Darknet. Trotzdem, das Surfen im Darknet ist legal, solange man nichts Kriminelles tut. Kann man die Kriminalität im Darknet bekämpfen? Wenn jeder Benutzer ganz einfach ins Darknet kommt, dann natürlich auch die Behörden. Das Landeskriminalamt sucht im Darknet nach Kinderpornografie, Waffenhändlern und anderen Verbrechern. Eine volle Überwachung wird es durch die Anonymität aber nie geben, und das ist auch gut so. In Diktaturen bietet das Darknet der Opposition eine Plattform. Der komplette arabische Frühling etwa nahm seinen Anfang im Darknet. Auch die Enthüllungen von WikiLeaks und Julian Assange wären ohne das dunkle Netz nicht möglich gewesen. Es gibt eine ganze Reihe von Berufsgruppen auch, die ein Interesse daran haben, dass sie nicht auf einfache Art und Weise identifiziert werden können, sodass wir diese Art von versteckten Kommunikationsprozessen sehr oft lobend in den Medien vorfinden, wenn es darum geht, chinesische Dissidenten zu unterstützen, die türkischen Journalisten zu unterstützen, die ja nun nicht gerade beobachtet werden wollen, wie sie in Blogbeiträgen oder woanders etwas eintragen. Darum geht es eigentlich. Die illegalen Aktivitäten sind ein unschöner Nebeneffekt, der weiter bekämpft werden muss. Alles in allem ist das Darknet aber besser als sein Ruf. Interessanter Aspekt nochmal. Kann ich denn so als ganz normaler Internetnutzer da auch zufällig reingeraten? Nein, zufällig können Sie zwar dort nicht hineingeraten. Sie brauchen eine spezielle Software, den sogenannten Tor-Browser. Aber das haben wir auch gerade im Film gehört. Den gibt es ja auch im regulären App-Store. Den kann man sich einfach herunterladen. Und man kann über diesen Tor-Browser auch alle regulären Internetseiten aufrufen. Das Problem ist nur, das, was speziell nur im Darknet angeboten wird, exklusiv dort angeboten wird, ist zu einem sehr hohen Anteil eben krimineller Natur und dient dann eher dem Handel mit inkriminierten Gütern wie Waffen, Rauschgift und gestohlenen Zugangsdaten. Genau, also um das nochmal klarzustellen, wir wollen hier keine Anleitung geben. Dieser Browser, den Sie gerade erwähnt haben, der ist völlig legal und den kann man auch, wie wir gehört haben, zu ganz positiven Sachen nutzen. Ne? Genau. Wir haben noch ein paar Fragen. Herr Müller aus Wöhlstadt hat uns angerufen, das Motorrad sollte per Western Union bezahlt werden. Ist das immer ein Hinweis auf Betrügereien? Nein, das ist kein Hinweis, kein absoluter Hinweis auf Betrügereien. Western Union ist ein etabliertes Zahlungsmittel. Allerdings ist es anonym angelegt und deswegen sollte man eher, wenn noch andere Anzeichen mit dazukommen, zurückhaltend sein. Vorsichtig sein. Und die Frau Loh aus Pfullingen möchte gerne wissen, wie verhalte ich mich denn richtig, wenn ich ein Paket bekomme, das ich nicht bestellt habe? Da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Ne? Die Annahme verweigern. Das kann ich auch so. Ja, klar. Gut, landet ja nicht einfach so im Briefkasten, ist hoffentlich zu groß dafür, dann geht das. Liebe Zuschauer, ich fasse noch mal für Sie zusammen. Egal wie wichtig und wie dringlich eine E-Mail klingt, klicken Sie nicht auf Links oder auf Anhänge, bei denen Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind. Fragen Sie sich immer, was wird von mir verlangt? Würde ich sowas auch öffentlich sagen? Beim Online-Shoppen gilt Vorsicht bei allzu attraktiven Schnäppchen. Sie sind fast immer ein sicheres Alarmzeichen, das was nicht stimmt. Und halten Sie Ihr Smartphone, genau wie den Computer zu Hause, auf dem aktuellsten Stand. Updates sollten Sie immer dringend machen, wenn sie Ihnen angeboten werden. Alles können Sie nochmal nachlesen unter service.hr.de bei uns im Internet. Hessen wird 70 und das wird bei Hallo Hessen ordentlich gefeiert. Mit einer Hessen-Torte, dem neuen Hessen-Sammelalbum und einem spannenden Blick auf 70 Jahre Kriminalgeschichte in Hessen, passend zu unserer Sendung, von Rosemarie Nitribitt bis hin zum Baulöwen Jürgen Schneider. Die Geschichten sind bis heute rätselhaft und auch kurios. Das alles ab morgen 16 Uhr bei Hallo Hessen. Herzlichen Dank, Herr Löhr, für Ihre vielen Tipps. War sehr spannend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, bei Service Gesundheit. Da fragen wir, was kann die sogenannte sanfte Medizin wirklich? Jetzt gibt's alle Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.